Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind auf der PS3 und wir wollen jetzt endlich die zweite Runde und vielleicht diesmal ein bisschen länger, ich weiß noch nicht. Es wurde sich ja eher gewünscht, dass wir das ein bisschen kürzer halten, aber dafür öfter. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht, deswegen werden wir das wahrscheinlich auch so machen. Und dann machen wir mal hier Spiel gegen Freundesmannschaft. Da sind nämlich noch ein paar offen. Und zwar für die PlayStation 3-IDs, da haben wir noch 13 Stück. Die werden wir auf keinen Fall in der Episode schaffen, außer jeder hat nur ein Team, wovon ich nicht ausgehe. Und der allererste ist der Dome. Den wollten wir das letzte Mal schon mitnehmen, aber haben wir nicht geschafft, weil hier alles abgekackt ist. Und da ist er jetzt auch schon gleich. Sehr schön. Und er hat eins. Zwei, drei, drei Teams. Okay, er hat genau drei Teams. Dann gucken wir erstmal Beasts an. Und ja, das. Oh, ja, ich dachte erst Bundesliga, aber dann habe ich nach vorne geguckt. Und da ist noch was anderes dabei. Im Tor der liebe Herr Fährmann. Dann Philippe, Bungert und Kirchhoff. Ja, das ist fast unsere Verteidigung. Nur, dass wir halt noch Toprak hier haben. Aber ich glaube, Toprak ist momentan irgendwie geprice-fix oder sowas. Ich habe ihn noch für 10.000 gekauft und jetzt irgendwie über 20.000. Habe ich gehört, keine Ahnung. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt. Dann hier, Caligiuri haben wir auch. Und, wie heißt der nochmal hier? Williams, genau. Den wollte ich auch nochmal testen. Werde ich wahrscheinlich auch mal machen. Weil schlecht aussehen tut er nicht hier. Und dann der Herr Ede auf links. Und der Herr Beister auf rechts. Im ZOM dann noch Mlapper. Zwei Spiele noch kein Tor gemacht. Und vorne dann, ja, ein wenig kurios auch. Nee, kurios auch nicht, aber ja, kennt man nicht so. Nämlich Benteke und Lukaku im Sturm. 2-1 für Benteke, 2-3 für Lukaku. Ja, das Team sieht eigentlich richtig nice aus. Also da kann man nichts gegen sagen. Find's auch mal ganz cool so. Auch wenn es natürlich schöne Bundesliga-Stürmer gibt, aber das ist natürlich auch mal ganz cool, dass man die beiden einbaut, ohne komplett Premier League zu nehmen. Also hübsches Team, definitiv. Fitness. So, können wir rein. Ja, okay, nee, da sage ich, glaube ich, jetzt mal nichts zu, weil ich weiß einfach nichts davon. Das sind Non-Rare-Bronze-Spieler, alle deutsch, alle zweite Bundesliga, würde ich mal schätzen. Aber ich habe halt keine Ahnung davon. Es ist relativ sinnlos, wenn ich da jetzt irgendwas anfange zu labern. Skill-Team. Ja, na. Emenike, der hat doch keine Skills. Nee. Joa, Robinho hat natürlich 5, Lukas 4, Wellington 4 und Enrique noch 4, ne? Ja. Joa, das von der Abwehr her muss ich nichts sagen. Vom Torwart genauso. ZDM auch sehr stark. Robinho ist stark. Enrique, ja, okay, da kostet halt Kelvin, Leite etc. Die sind halt scheiße teuer. Deswegen ist das schon okay hier mit Enrique. Im ZOM Lukas, joa, das passt auch. Nur, was ich nicht so hübsch finde, ist halt Emenike. Da kann man dann halt auch Pato hinstellen. Weil Pato, der passt auch ein bisschen mehr wegen Skill und so ins Team. Weil der hat wirklich 4-Sterne-Skill-Moves. Aber ansonsten ganz hübsches Team. Quoten nochmal kurz reinziehen. Ach, noch gar kein Spiel gemacht mit. Emenike auch noch keins. Jo, das ist anscheinend relativ neu erstellt hier, das Team. Die haben alle noch kein Spiel gemacht. Auch die komplette Ab. Wer nicht? Nee, gar keiner. Ja, schade. Hätte ich ein bisschen über die Quoten gelabert. So, wir gehen aber zum nächsten, zum Sporting Guy. Sporting Guy, komm, wo bist du? Oh, ihr glaubt mir gar nicht, wie froh ich bin, wenn wir mit der PSN-Liste durch sind und ich das nur noch mit den Links mache. Das ist einfach so viel einfacher. Aber hier ist der Sporting Guy jetzt. Da haben wir ihn. Ach so, ja, jetzt gehe ich gleich aufs erste Team drauf. Naja, ist ja auch Latte, BPL, Premier League. Ja, der Herr Tschech, das ist auch mal eine Ausnahme. Meistens sieht man schon Joe Hart hinten drinne. Oder teilweise mal Loris. Dann in der Mitte Kabul, außen Mbiwa, Yanga Mbiwa und David Luiz. Tiote Fellaini im ZDM, linkes Mittelfeld Gervinho, rechtes Walcott. ZOM Santi Cazorla, vorne Torres und Poldi. Joa. Das ist so ein hübsches, eher Low-Budget-Team.
von der Premier League, also relativ günstig. Also die Abwehr ist komplett günstig, das Mittelfeld ist komplett günstig und der Sturm auch relativ. Torres 15.000 und Poli 13.000, das geht doch auch. Zwei Stürmer unter 30.000, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ja, kann man auch irgendwie nichts verbessern. Also sieht, ich zum Beispiel fand Sturridge halt ziemlich stark im rechten Mittelfeld, weil er hat Körper, ist trotzdem schnell, hat einen guten Schuss, starken linken auf rechts. Ja, deswegen fand ich den bisher relativ gut. Gervinho finde ich super. Also da kann man dann halt wirklich nur mit teuren Alternativen verbessern, würde ich mal sagen. Abwehr gefällt mir auch gut. Genau wie das ZDM. Und auch der ZOM und die beiden Stürmer. Also hübsches Premier League Team, was nicht ganz so teuer ist. Dann haben wir hier Pro. Das könnte, ich wollte es erst sagen Pro League, aber 78 vorne. Ach so, wegen der Bank. Ah, okay. Das ist fast 1 zu 1 unser Pro League Team. Stimmt, da müssen wir auch mal ein Spiel mitmachen. Das habe ich übelst verrafft. Ja, tut mir leid. Das wird auf jeden Fall dann kommen. Es ist natürlich noch da, das Team. Ja, es ist komplett unser Team im Prinzip, außer dass wir hier noch Kanu stehen haben. Da hat er Maric. Und hier habe ich noch nicht Kouyaté gekauft, kaufe ich aber noch. Und dann ist es wirklich komplett gleich, außer die eine ZDM-Position. Muss ich nichts drüber sagen. Ist halt ein krasses, overpowered Team. 6 zu 8 eher. 6 zu 8 er auch noch. Vargas noch ein 6 zu 4 hinterher. Ofoi auch schon Bude gemacht. Nee, Maric auch noch nicht. De Söllerlöhr oder wie er heißt. Zwei Tore in 6 Spielen. Und hier nichts. Ja, da kann ich. Ja, wisst ihr selber. Haben wir ja zusammen gebaut. Ja, da hat er eigentlich zwei hübsche Teams da. Wird er wahrscheinlich auch häufiger mit gewinnen. So, dann haben wir den Niklas 280. Gucken wir mal, dass der jetzt hier hoffentlich relativ in naher Entfernung ist. Niklas, wie heißt er? Nick, wo ist er? Niklas 280. Jetzt habe ich es wieder. Ja, ich kann mir nicht alles merken. Niklas 200, da war Niklas 280. Sehr schön. BPL ein Team. Ja, habe ich nichts gegen natürlich. Ja, gucke ich kurz. Tribor, das sieht doch ganz gut aus. Joe Hart könnte natürlich. Ich weiß nicht, ich glaube, der kriegt trotzdem keine neuen Chemie. Auch wenn er einen grünen Link kriegt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er kriegt keine neuen Chemie. Wegen der falschen Aufstellung. Also, falls es so sein sollte, gib ihm bitte eine Aufstellung. Ich bin mir jetzt echt nicht ganz sicher. Vorne Balotelli im Sturm. Ja, ist ein richtig guter Mann. Suarez habe ich noch nicht so häufig mitgespielt. Und wenn schon auch im Sturm oder ZOM. Nasri einfach ein Gott. David Silva ist auch spitze. Genauso wie Touré. Und Tiote finde ich hier auch ganz gut. Also mir gefällt halt Ramirez besser. Aber Ramirez sehe ich auch hier auf. Ach, boah, hier ist ja eine ganze Premier League Bank. Ja, da gucken wir dann gleich nochmal drauf. Tiote, dann hier Cole. Ein sehr starker Verteidiger. Er ist halt nicht so schnell wie die anderen, aber ich glaube, wie ich hier auch Sanja sehe, er legt mehr Wert auf die Verteidigung. Das finde ich relativ gut. Ja, und mit Kabul und Kompany hat dann da natürlich zwei Ochsen in der Innenverteidigung stehen. Er ist natürlich ein Spitzenteam. Gucken wir nochmal auf die Torquoten. 8-10 für Balotelli, 8-7 für Suarez, 8-3 Nasri und 8-2 Silver. Ja, sieht doch ganz gut aus. Und auf der Bank ist dann noch der Hulk. Oh, 118 Spiele schon mitgemacht. René Adler. Juan Mata. 29 Tore. Bale. Oh, Bale auf der Bank. Ach so, ja, das ist ja hier kein LM. Ach so, das ist so ein zweites Team, wie es ausschaut. Weil die sind alle auch im 3-5-2. Ja, da könnte man im Prinzip ein zweites Team mit bauen. Fast komplett. Beziehungsweise kann man sogar. Oder? Da fehlt wahrscheinlich nur Santana. Weil er hat ja hier auch Adler als Bundesliga-Torhüter. Jo, kann ich mir vorstellen, dass hier irgendwie nur Santana fehlt. Warum auch immer. Und dann das zweite Team hier wieder steht. Mit Percy, Torres, Ramirez, Bale, Mata, Adler, Hulk, Dede, Luis Gustavo und David Luiz. Gucken wir nochmal bei den beiden vorne auf die Quote. 83, 62 und 118, 111. Ja, hübsche Quoten und auch ein bzw. zwei hübsche Teams. Das war der Niklas 280 und wir gehen jetzt zum Erkan, der Boss. Ja,
Gucken wir mal, ob der Erkan da ist, auch sofort wunderschön. So geht das. Ja, er hat immer Special Names für seine Teams. Oh, ja, so. Ach du Scheiße. Was ist mit ihm los? Erkan, was ist mit dir los? Ich weiß noch ganz genau, dass er immer Ronaldo haben wollte, aber dass er ihn sich jetzt wirklich geholt hat, schon davon wusste ich jetzt mal überhaupt nichts. Ja, ich würde mal sagen, so geht das. Das ist natürlich ein sehr hübsches Team. Gucken wir es uns ein bisschen genauer an. Vorne Ibrahimovic, den kennen wir natürlich. 697.000, auch ein schicker Preis. Kann man bezahlen. 23 Spiele, 21 Tore. Cristiano Ronaldo, auch für einen sehr guten Preis hier gekauft. 1, ja, knapp 2 Millionen hat er gekostet. Ist auch ein guter Preis. 57 Spiele, 50 Tore. Und der Herr Menez, 24 Spiele, 6 Tore. Ja, bei den beiden Maschinen, da geht dann natürlich so ein rechter Flügel auch mal unter. Dann haben wir Verratti. 7 Spiele, 0 Tore. Hier Xabi Alonso. Ach so, aber was natürlich relativ schade ist, dass Ronaldo keine neuen Chemie bekommt. Also das hättest du schon mal irgendwie regeln müssen. Das geht natürlich nicht mit einer Fünferkette, aber dann hättest du ja zum Beispiel 3-4-2-1 spielen können. Dann geht das hundertprozentig. Mit einer Fünferkette in der Konstellation geht es leider nicht. Außer er stellt diesen Portugiesen von Real, der Stürmer ist, ins ZM. Dann würde es gehen, ja. Aber so geht's dann auf keinen Fall. Ja, Abwehr muss man nicht viel zu sagen. Marcelo Ramos, Chiellini, Thiago Silva und noch Mariano. Das ist natürlich komplett overpowered. Das ist, ja, würde mich immer interessieren, wie es sich so spielen lässt. Auf der Auswechselbank noch Di Maria, Pogba, Kaká, Sirigu, Wellington, Beckham, Pepe, Courtois, Costa, Coentrão, Abeloa und Pato. Ja, und Erkan, erzähl mir doch mal. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir das letzte Mal Teamspeak waren oder sowas. Ja, da warst du doch noch von Ronaldo weit entfernt. Kannst du mir ja mal erzählen, wie die jetzt. Oder hast du ihn gezogen? Nee, Erstbesitzer stand da ja nicht. Nee, Quatsch. Ja, musst du mal erzählen, weil der Erkan, ja, ich denke mal, da hat der Erkan in Coins investiert. Ja, will ich ihm jetzt einfach mal vorwerfen. Entweder in Coins oder in Packs. In irgendwas von beidem. Naja, ist ja jetzt auch egal. Hübsches Team, definitiv. Wir gehen weiter zum nächsten. Flo 1212. Flo 1212, gleich daneben. Das ist ja ein Traum. Ja, danke. Mein Verein belegt hier irgendwie Rang 6 und so. Interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Wäre mir lieber, wenn die Anzeige weggeht. Eins, zwei. Zwei Teams bisher. Drei. Ja, es sind genau drei Teams. Passt also wieder. Hybrid. Gucken wir uns an. Was haben wir da? Da haben wir Emenike und Wellington. Joa, null Spiele, also frisches Team. Joa, das ist. Ach du Scheiße, ich glaube, das ist. Alter Vater, ja, das ist mal krank überpaced, dieses Team. Ich sehe schon. Ich sag nur Elia 91 Pace. Wijnaldum 86. Der Nasing 94. Hier vorne 92. Und da. Nochmal 90. Und der Anita als ZDM hat auch 83. Er hier weiß ich gar nicht. Oh ja, hier hat er mal einen Lahm dann noch dabei. Wahrscheinlich um Naldo halt auf die Chemie zu bringen. Ja, also. Ja, kann ich nicht so viel zu sagen. Wurde jetzt auch noch nicht gespielt. Im Prinzip sollten ja auch alle neuen Chemie kriegen. Deswegen natürlich hübsch durchdacht. Da kann man nichts gegen sagen. Ja, doch, das sieht mir alles nach neuen Chemie aus. Doch, ist wirklich gut durchdacht. Schade, dass man jetzt, dass du noch kein Spiel mitgemacht hast, sonst hätten wir mal abgecheckt, wie so die Torquoten sind, also wie sich das Team so spielen lässt. Oh, aber das ist doch nicht der Plerim, oder? Ich überlege gerade. Nee, Flo ist doch nicht gleich. Nein, 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 nein. Der heißt anders im PSN. Aber das ist doch genau das gleiche Team, wie der Plerim aus dem Forum hat. Ja, das Sweater-Team Nummer 1, will ich mal sagen. Ja, ich glaube, der hat das einfach 1 zu 1 nachgebaut. Vielleicht hat er von Plerim eine Niederlage bekommen in der Liga. Das kann natürlich gut sein, weil der Plerim, der spielt, glaube ich, genau dieses Team. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist genau dieses Team. Quoten also 5-6, Reus 5-5 und Sven 5-6. Ja.
Gustavo noch 5-1 und Gündogan. Ja, so ein Team ist halt wirklich richtig ekelhaft. Also da vorne die beiden, die können halt wirklich rennen wie Scheiße. Ja, okay. Im Prinzip haben sie dann halt auch einen Schuss, aber halt auch nur 3 Sterne Skill-Moves beide da vorne. Die Juve sogar nur 3 Sterne Weak Foot. Ja, das ist halt wirklich so ein Team, wenn man unbedingt gewinnen will, würde ich mal sagen. Also Spaß machen tut so ein Team dann eher nicht. Wem natürlich nur Gewinn Spaß macht, ja, dann macht auch das Team Spaß. Aber beziehungsweise mir persönlich würde es keinen Spaß machen. Sagen wir mal so. Das ist besser ausgedrückt. Und dann noch Kolumbien. Gucken wir auch nochmal vorbei. Und da haben wir Marchetti Gamberini, ne? Ja, ich verwechsel die manchmal. Dann ist das hier die Campagnaro, der auch einen Inform hat. Und Perea hier hinten, Guarín, Amero. Hier im ZDM haben wir, wie heißt der nochmal? Gargano, genau. Und rechts Guardado. Und hier haben wir dann den lieben Herrn Ortega vom VfL Bochum. Und vorne Muriel und Ibarbo. Es ist zwar nicht ganz Kolumbien, aber ja, sind schon ein paar gute dabei. Hätte man vielleicht noch zum Beispiel linkes Mittelfeld Rodriguez einsetzen können. Und wen gab es denn noch als. Ach so, genau. Und im ZOM vielleicht eher Quintero, wenn das Geld stimmt. Kostet natürlich ein bisschen mehr als Ortega. Was kostet denn der? 1,3, ja, der kostet ja schon ein bisschen mehr. Aber Quintero ist schon eine geilere Nummer, meiner Meinung nach. Aber hier, Ortega hat auch 5 Sterne Skill Moves. Ach, und 85 Pace hat er echt? Das ist krass, das wusste ich gar nicht. Aber leider nur 59er Schuss. Ja, hübsches Team. So, Hybrid, das war's dann schon. Hast ein paar hübsche Teams, Herr Flo. So, dann geht's zum Pass. Was? Pass-Team 1996. Komm, gib mir Passteam, Passteam. Ich will ihn nicht überspringen, wenn ich habe ich wahrscheinlich schon. Da war Passteam 1996. De Long Shots, Bundesliga, Skills und Serie A. Na, das wird leider nix. BPL, nee, das kann ich nicht machen. Also, wir müssen hier, wir gehen von De Long Shots 3 Teams nach vorne. Ja, okay, vielleicht dieses Team nicht, weil. Obwohl, ich dachte jetzt, das wäre irgendwas, wo einfach nur Müll zusammengeschmissen worden ist, aber das ist ja hier ein durchdachtes Team, also gucken wir uns das doch an. Da haben wir nämlich Mana Dembele. Oh, 29 Spiele, 37 Tore. Nicht schlecht, die Quote. Ja, der war ja auch in Foot 12 sehr beliebt. Dann Mahrez, 29 Spiele, 18 Tore. Über rechts kommt dann Rakotoha. Ja, spuck mich an, Alter. Rakotoharisoa oder so einen schönen Namen. Und hier nochmal Genest. Ja, Genest, Junge. Und hier Dö. Und da Ekobo. Ja, ich kenne hier eigentlich keine Sau außer Dembele und der sagt mir hier auch was und auch der rechte hier, aber der eher nicht vom Namen, sondern eher vom Gesicht her. Hinten noch, wie sieht's mit der Pace aus? 82 Pace da, 77 Pace hier und 67 hier und dann nochmal 71 da. Ja, anscheinend können die ganz gut longshotten, die Jungs. Kann ich nicht sagen, weil ich habe Dembele auch noch nicht gespielt in diesem Teil. Ansonsten sieht das ganz hübsch aus. Bundesliga. Ja, gucken wir mal Rating an. Okay, das ist jetzt nicht so hoch beratet, aber sieht doch gut aus. Und da haben wir, ja, mal was ganz Abwechslungsreiches. Der Stürmer Reus im Prinzip ins ZOM und der ZOM Götze in Sturm. Aber wieso auch nicht? Kann man natürlich auch mal machen. 30 Spiele, 23 Tore. Arnautovic 30 Spiele, 35 Tore. Reus 25,8. Schürrle 21,5. Shaqiri 21,6. Jo, hier würde ich natürlich Fafan einsetzen. Also an Fafan geht fast gar kein Weg vorbei im rechten Mittelfeld, meiner Meinung nach. Ich finde ihn einfach so krank stark nach hinten und nach vorne. Und ja, deswegen finde ich Fafan da besser. Martinez, sehr gute Entscheidung, hat mir auch sehr gut gefallen. Boateng und Santana, besten Innenverteidiger der Bundesliga. Und dann noch die besten Außenverteidiger der Bundesliga mit Piszczek und Alaba. Und hinten drinne, ja, da könnte man dann vielleicht einen Adler abholen. Ja, wie man will, ne? Wiese ist aber auch wirklich gut.
Kann man nichts gegen sagen. Und dann kommt hier noch Skills. Und Skills ist Skills. Zarate hat zwar nur 4 Sterne Skills, dafür hat Lamela 5, Robinho 5, Jetson 5, Alberto 5, Carlos Eduardo 5. Also 5 mal 5 und einmal 4. Und hinten haben wir dann noch. Ah, da hat er aber auch drauf geachtet, dass er hier 4 Sterne hat, weil das ist nämlich der Herr Ramon, der hat nämlich 4 Sterne Skill Moves. Und hier ist Mariano, der auch 4 Sterne Skill Moves hat. Und hier haben wir noch Sousa Silva. Ja, keine Ahnung, da kannst du mir mal erzählen, wie du jetzt hier auf Sousa Silva kommst. Also aus welchem Grund? Ich meine, muss ja irgendeinen Grund haben, denke ich mal. Ich meine, da gibt es ja sehr, sehr viele Alternativen im Prinzip, also Gold wie auch Silber. Das würde mich mal interessieren. Hübsches Team, skillt sich bestimmt ganz gut. Ja, gucken wir nochmal ganz kurz, weil war auch das letzte Team. 12-2 ist natürlich nicht so spitze. 13-5 und 12-6. Ja, ich muss aber auch selber sagen, ich habe in meinem Skill-Team zum Beispiel auch nicht unbedingt super Torquoten, weil man macht damit auch einfach mal krass Faxen und ich glaube jetzt auch, dass er das auch machen wird, weil er hat halt auch so ein richtiges 5-Sterne-Mittelfeld wie wir in unserem Skiller-Team, wo wir Alberto und Jadson im ZDM haben. Joa, deswegen geht das klar. Das war der Pass-Team. Und jetzt geht es zu Tizian 2008. Da war er schon. Tizian 2008, Nico 85. Er hat wieder nur ein Team. Ich glaube, das macht er auch immer so. Und ja, ich finde bei ihm immer einen Spieler, der mich stört. Und hier haben wir wieder einen gefunden. Ja, Tizian, was macht denn hier bitte der Kun Aguero? Einfach mal komplett tot da vorne drinne. Einfach mal mit zwei Links. 54 Spiele, 36 Tore. 339 Spiele, 208 Tore. 711 Spiele. Ach du Scheiße. Tizian, wie viele Spiele hast du gemacht? Ist ja unglaublich. Also alleine mit Götze 701 Spiel. Krass. Hier noch Schürrle, der auch nicht wenige Spiele hat. Genau wie Gustavo. Und ach du Scheiße, der hat fast 900 Spiele. Bäm, wie viele Spiele hast du denn schon gemacht, Tizian, bitte? Das ist mal krass. Na gut, ich erzähle hier was. Gucken wir mal da oben auf meine. Das sind schon 700 Spiele und ich habe ja noch momentan nur noch zwei andere Accounts und da sind auch noch massig Spiele drauf. Deswegen muss ich mal hier nicht groß erzählen. Dann noch Robben. Schon 160 Spiele mitgemacht mit dem Jungen. 129 Tore. Vorher hattest du ihn, glaube ich, als Flügel, wie ich das noch in Erinnerung habe. Weil diese Torquote wäre halt als rechter Mittelfeldspieler ziemlich unmenschlich. Ach nee, ich glaube, du hast den immer in Sturm gestellt. So war das, glaube ich. Ja, hinten Thiago Silva, Boateng und Santana. Natürlich bombenstark, muss man nichts sagen. Und noch Neuer. Auf der Bank Müller, Kroos, Mandzukic in Form. Was hat er für eine Quote? 146,99. Ronaldinho, Bartstuber, Plaschikowski, Matip, Van Beuten, Timur Şük und Dante. Ja, ein hübsches Team hast du da, Tizian. Außer Agüero. Da musst du hier irgendwas machen. Ich weiß nicht, was du dir da wieder gedacht hast. Aber den packst du mal da raus. Da machst du hier irgendwas anderes hin. Aber zum Beispiel Poldi oder so. Aber nicht Agüero, bitte. Der passt halt überhaupt nicht rein. Wir kommen zum nächsten. Und das ist der Jova. Ja, ein sehr aktiver Foren-User. Und jetzt auch zum Premium-Trader aufgestiegen. Wo ist er? Wird wahrscheinlich wieder alles schwarz, wenn wir auf Jova drauf sind. Ich weiß nicht, das war ja beim letzten Mal so. Da war Jova 2010. Es ist wirklich so. Liegt das am Logo? Ich denke mal, es liegt wirklich am Logo. Wir gehen mal hier. Okay, das ist nämlich auch schwarz, das Logo. Ah, okay, das liegt am Logo. Das habe ich noch nie mitbekommen. Ja, hier rot dann. Alles klar. Ich dachte immer, was ist, geht denn bei Jova ab? Da wird es immer alles schwarz. Ja, er hat ein Team, das ist natürlich bezaubernd und so heißt das Team auch, bezaubernd. Dann gucken wir mal bezaubernd rein und ja, das ist nämlich das Team, was ich mir gedacht habe. Hier vorne kommt dann auch, das hat er vorhin gepostet, hier vorne kommt dann noch Ibabo in Form rein. Da hätten wir einmal Benitez, der Jute Alte, 17 Spiele, 24 Tore. Bermudez, ah, noch kein Spiel mitgemacht. Und hier haben wir Molina, auch aus der mexikanischen Liga. Dann De Rossi. Und hier ist der Sau. Der ist einfach nur Sau. Marco Sau. Und Ibabo vorne drinne.
Wie gesagt, der kommt bei ihm in Form. Ich habe vorhin das Team schon gesehen, hat er in der Shoutbox gepostet. Und hier hinten, den hat er schon ein bisschen länger, den Team of the Year Piqué. Und er ist sehr überzeugt von ihm. Er hat auch schon 52 Spiele mit ihm gemacht. Also, ja. Der hat natürlich auch bombenmäßige Werte und ihr könnt euch ja gerne mal im Forum den Erfahrungsbericht durchlesen von Jova. Der Jova, der schreibt so viele Erfahrungsberichte, also nicht nur er. Sehr viele Leute aus dem Forum schreiben massig Erfahrungsberichte über Informs. Da könnt ihr euch erstmal richtig schön informieren. Also auch über Piqué hat er natürlich eingeschrieben. Dann haben wir noch Adriano in Form für 25k gekauft. Ogbonna und Abate. Und hinten drin haben wir dann noch den Herrn Iraisos aus dem letzten Team der Woche. Auf der Bank haben wir Adi. Oh, Adi, die geile Sau, ist jetzt Linksverteidiger. Der war in FIFA 12 ZDM und ich habe ihn so gefeiert. Adi, das ist, der war so geil, das war unglaublich. Ich habe ihn neben Rosinei spielen lassen in meinen Brasilien-Teams. Boah, alter Vater, das war so krass. Aber jetzt leider Linksverteidiger. Amini. King, Shing, Woodcore, Put, ja, Asia-Pfanne. Fabian, Alvarez, Vargas, Bukarov und dann noch Nacho Monreal und Matip. Ach so, vielleicht Monreal, wann war der? Weiß ich nicht genau. Monreal hat auf jeden Fall auch einen Bericht geschrieben. Sieht man auch 60 Spiele mitgemacht mit dem Jungen. Wahrscheinlich neben Piqué. Ja, das würde ja passen. Ah, muss ich nichts sagen. Der Jova, der macht immer geile Teams. Also, da kann man sich drauf verlassen. Und hier müsst ihr nicht denken, irgendwie, dass der nicht neuen Chemie kriegen würde. Der kriegt den perfekten Link, Verein und Nation. Das heißt, er kriegt 4 Punkte. Er hat 4 Links, also kriegt er auch neuen Chemie. Der Jova, der weiß schon, was er da gemacht hat. Hat er sehr schön gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Hübsches Team. So, das wäre der Jova gewesen. Jetzt kommt der Ryan Grayson. Oder sowas in die Richtung. Rein. Ich muss auch gleich mal auf die Uhr gucken. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit schon rum ist, weil ich habe hier halt das Forum offen mit der Liste und diesmal nicht die Aufnahmeplattform. So, jetzt suchen wir aber erst noch mal einen Rein und dann gucke ich mal kurz. Da ist er, Ryan Chrisen. Und ich gucke mal ganz kurz hier in die Aufnahme. Ach, oh, wir haben da noch ein bisschen Zeit. Das ist doch hübsch. So, Ryan Chrisen, FC Beast. Er hat nämlich auch nur ein Team. Da haben wir heute ein bisschen Glück. Wir haben mehrere mit nur einem Team. Also das gefällt mir natürlich. Und er hat ein Bundesliga-Team. Vorne Marko Arnautovic, daneben Ruud Neves, dahinter Van der Vaart. Ich schätze mal auch wegen HSV-Logo und so, dass er ein HSV-Fan ist. Fafan über rechts, Bastos über links, Martinez im ZDM und Höwedes mit Matip in der Mitte. Rechts Piszczek und links Alaba, hinten im Tor Wiese. Was hat er auf der Bank, bevor ich irgendwelche. Ja, okay. Ich wollte jetzt sagen, damit ich nicht irgendwelche Vorschläge gebe, die vielleicht auf der Bank sitzen. Ja, hier vorne, Arnautovic, finde ich, ist auch der zweitbeste Stürmer nach Reus. Oder mit Reus eher schon fast gesagt. Ach, noch keine Spiele mitgemacht anscheinend. Vorne halt Ruud Neves. Ja, ich denke mal schon, dass man mit Reus erfolgreicher spielt. Aber aus Sympathie kann man da natürlich auch einen Ruud Neves spielen lassen. Warum auch nicht? Weil Reus kann halt besser schießen, passen, laufen. Halt im Prinzip alles. Außer Weak Foot hat er hier, glaube ich, 5. Ne? Das hat Reus halt nicht. Der hat halt nur 4, aber dafür auch noch 4 Sterne Skill Moves. Dann Van der Vaart hier hinter. Finde ich schön. Nicht immer dasselbe mit Götze oder so. Deswegen finde ich das ganz nice. Bastos, richtig starker linker Mittelfeldspieler. Genau wie Fafan. ZDM, Martinez habe ich schon was zugesagt. Und Abwehr finde ich halt ein bisschen. Ja, ist auch außergewöhnlich halt mal. Aber Matip fand ich bombenstark. Hier würde ich dann wohl eher schon Boateng oder Santana hinstellen. Aber Matip fand ich wirklich stark. Deswegen, den kann man sich da gut mal stehen lassen. Der ist halt saugroß, trotzdem schnell. Und ja, der war immer da, wo er sein musste bei mir im Team. Ja, das ist auch mal ein bisschen anderes Bundesliga-Team. Gefällt mir, wenn nicht immer alles gleich aussieht. Das war der Rain Crayson. Jetzt kommt der Mark 001, lol. Dann schauen wir mal, vielleicht der ist jetzt wahrscheinlich eh wieder am Ende oder sowas. Raunheim, Klaupe, Sonic.
Ich trinke jetzt übrigens mal was, weil bei so langen Folgen muss ich was trinken, sonst geht meine Stimme weg. Ja, wo ist er denn jetzt? Oder habe ich nicht mehr in der Liste? Ist wahrscheinlich wirklich gar. Ach, da war. Sehr schön. Keine gültige Mannschaft. Ja, sorry, da kann ich dann aber leider nichts machen. Tut mir leid. Dann bist du jetzt auch durch. Und dann kommt der Dave 1998. Dave 1998. Der war, glaube ich, in die andere Richtung. Na komm, Dave. Dave, gib es mir. Ah, wo ist er denn? Verdammt, ey. Ich glaube, der war wirklich genau in die andere Richtung. Da ist er. Wop. Dave 1998, FC Basinga, La Liga B. FC Basinga. Ja, sehr schön. Zwei Teams, da passt das. Bestimmt. Ich wollte sagen, spanische Liga. Aber es ist ein Hybrid. Und zwar von der Premier League und der spanischen Liga. Vorne Kun Agüero, muss man nicht zu sagen. Genauso wenig zu David Silva und Sami Nasri. Genauso Touré und Company und Richards. Eigentlich das ganze Team. Nein, wir gucken uns das natürlich mal hier genau an. Agüero 12 Spiele, 14 Tore. Vor allem auch zum guten Preis gekauft. Er liegt meist so um die 115 bis 120. Hat er für 102 geschnappt. Mittelstürmer David Silva. Joa, ich sag mal so. Ich hätte wahrscheinlich eher Nasri als Mittelstürmer spielen lassen, weil vielleicht sieht man das in meinen Videos, Nasri macht verdammt viele Tore und Silva hat halt jetzt im Vergleich eher relativ wenig Tore. Jedes zweite Spiel mal so ein Tor. Und Nasri macht bei mir fast jedes Spiel halt ein Tor. Na gut, es kommt halt auch drauf an, wie man spielt. Das ist immer wieder was anderes. Deswegen kann man das nicht so pauschalisieren. Hier natürlich sehr stark Touré. Xavi, keine Ahnung. Ich will ihn unbedingt mal spielen, genau wie Iniesta. Ich will mal die Spieler spielen, die nicht so häufig vorkommen, weil sie sind halt relativ lahm. Aber ich meine, da können ja andere Dinge raushauen. Ich finde es auch relativ lächerlich, dass Leute wie zum Beispiel Xavi einen 73er Schuss kriegen. Also das finde ich wirklich sehr lächerlich. Jo, könntest du ja mal erzählen, wie Xavi so im ZDM spielt? Und Pedro hier, mit dem haben wir schon Erfahrung gemacht, mit diesem Second in Form. Das ist natürlich eine geile Sau hier. Der gefällt mir ganz gut, nur gefällt es mir nicht, dass er rechtes Mittelfeld ist und bei dir im ZOM steht und einen roten Fuß hat und somit wahrscheinlich nur 5 Chemie kriegen wird. Das finde ich ein bisschen hässlich. Jordi Alba Piqué ist ein hübsches Duo hier. Das kann man natürlich noch durch zum Beispiel PP verbessern. Durch Ramos meinte ich jetzt. Aber auch PP würde ja hier schicken. Nein, würde natürlich nicht schicken. Er kriegt ja hier nur zwei normale Ligen links. Das passt natürlich nicht. Hier Company und Richards, wie gesagt, sehr starke Verteidiger. Und noch Joe Hart hinten drinne. Hübsches Team, kann man nichts gegen sagen. La Liga B kommt jetzt noch. Na komm. La Liga B. Ja, da haben wir. Ich dachte schon, ich habe eben nur Ronald. Ich dachte, hä? Hat der Ronaldo auf der Bank rumgammeln? Nein. Da ist der Hugo Vieira. Das ist übrigens. Nee, das ist nicht der Portugiese, den ich vorhin meinte. 30 Spiele, 37 Tore. Dann noch der Miguel Cuevas. 31 Spiele, 19 Tore. Hier im ZM Roberto Carnicher oder sowas in die Richtung. 31,4. Dann haben wir hier noch. Oh, haben die alle Namen. Merida. 31,19. Hier ist der gute alte Ruiz Rodriguez. 30 Spiele, 19 Tore. Und hier, den kennt man ja. Deulofeu oder sowas in die Richtung. Deulo. Der, ich glaube, der Cooper war das. Der hat immer Deulofeu. Aber der wird doch nicht Deulofeu ausgesprochen, oder? Also, das muss mir mal wer erzählen. Aber Deulofeu ist ja irgendwie auch so französisch, keine Ahnung. Das muss mir mal sagen, wie der ausgesprochen wird. Das würde mich mal interessieren. 31-14, ja, hübsches spanisches Ligateam in Bronze, in Silber natürlich. Hier können wir noch auf die Canela. Dann haben wir Tena. Hier haben wir Gregory. Sehr langsame Verteidigung, wie ich sehe. Würde ich auch gerne mal wissen, wie die sich so spielt. Rechtsverteidiger dann Lozano und im Tor. Was? Via. Mari. Ach so, nennen wir ihn Marino einfach. So, Ronaldinho, Pato, Alves, Dede, Santana, Luis. Ach so.
Ja, hier noch ein paar Brasilianer anscheinend auf der Bank. Vielleicht hat er noch irgendwie ein zweites Team hier. Die haben 3-5-2 und ja, DD hat 4-2-2-2-2. Jo, das weiß ich nicht genau. Er hat aber nur diese beiden Teams aufgestellt. Deswegen haben wir diese beiden bewertet. Dave war das jetzt also. Jetzt kommt der Benno Mann 23. Ja. Na komm, Benno. Ich glaube, wir schaffen die Liste tatsächlich. Ist richtig geil, weil viele hatten wirklich nur ein Team, deswegen ging das heute ein bisschen schneller. Ich habe genauso bewertet, wie ich immer bewertet hätte. Nur es ging halt wirklich schneller, weil immer mal nur ein Team dabei war. Und hier auch wieder nur zwei Teams, also sehr schön. Die or Lose. Das allererste. Schnappen wir uns. Und da haben wir Martinez und Rodrigo. Die beiden Schlampen, also jetzt nicht Pace-Schlampen oder sowas, das meine ich jetzt nicht damit. 20 Spiele, 34 Tore, sehr stark. 22 Spiele, 17 Tore. Dann haben wir hier den Newton Ola John. Ja, das ist schon eher eine Pace-Schlampe. Aber ich meine, in der portugiesischen Liga gibt es einfach nicht allzu viele Alternativen. Vielleicht Rodriguez kann man halt hier hinstellen, weil der ist als Goldkarte linker Flügel oder linker Mittelfeldspieler. Moutinho haben wir hier noch stehen. Das Elias. Und hier drüben Gaetan. Hinten dann der Hugo, was? Costa Lopez, Miguel Costa Lopez, sowas in die Richtung. Und der mit dem witzigen Kopf, der Rodriguez. Und Mangala, die geile Sau. Und dann natürlich noch den Herrn Lobo Sandro. Lobo Silva, Alexandro, der auch schon seine Informs gepachtet hat. Ja, das ist halt ein Low-Budget-Team, wo man einfach mal ein bisschen Fitness aufbauen kann, aber was trotzdem sehr stark spielt. Dann gehen wir noch auf You Suck. Und ja, You Suck ist dieses Team mit Mario Balotelli, 13-10, Suarez, 134, boah, so viele Spiele mitgemacht, 97 Tore, Samen Nasri, 13 Spiele, 6 Tore, Adel Terapt, 11 Spiele, 3 Tore. Dann im ZDM Ramirez und Garcia. Hinten Luis Kabul, Richards, Enrique und Joe Hart. Ja, das Team, das ist halt echt mal hier mit Garcia, mit Enrique oder auch mit Terapt Inform vor allem natürlich. Und mit Richards. Das ist mal was, was man nicht so häufig sieht. Gefällt mir wirklich gut. Wie viele Spiele? Ah, 5 Spiele, okay. 13 Spiele. Ja, Test ist wahrscheinlich auch ein bisschen rum. Gucken wir hier nochmal auf die Bank. Ja, okay, das ist komplett hier. Und noch Diouf. Ein Spiel, ein Tor. Ja, hübsche Teams auf jeden Fall. Benno Mann. Hauptteam sieht wirklich nice aus. Terapt würde ich mal gern was drüber hören. Ich hatte ihn ganz kurz, aber da kann man eigentlich nicht viel drüber reden. Deswegen, aber es gibt auch, glaube ich, Inform Erfahrungsberichte auch schon im Forum. Da müsste ich mal nachlesen. Ich komme da kaum nach. Und jetzt kommt der letzte. Und der letzte ist der Giga XX Killer. Und wo ist er? Na, na, da, da, da. Dann haben wir echt die PSN-Liste durch und das freut mich richtig. Dann können wir ab nächster Woche, beziehungsweise vielleicht schon am Wochenende mal gucken, richtig loslegen mit den Links, weil das geht einfach viel einfacher für mich. Er hat 2, 3. Ja, genau, drei Teams, okay. Er haut noch mal einen raus am Ende. Amanakoyim. Oh ja, bitte. Wellington vorne. 56-35. Carlos Eduardo. 56-22. Eto'o. 56-43. McGeady über rechts. Übrigens auch eine Formation, die man nicht allzu häufig sieht. 3-4-1-2. McGeady 9-0. Robinho 56-3, DD hinten mit Luis und Santana, ja, die kennen wir, die sind einfach krass drauf. In der Mitte dann noch Subis und Ronaldinho, okay. Also das ist natürlich ein relativ offensives Mittelfeld hier. Da ist gar nichts Defensives bei, wenn man ehrlich ist. Und Joe Hart hinten im Tor. Oh, und ich sehe schon, was jetzt gleich kommt. Ja, das ist, ja, ich. Puh, sag mir mal, wie es sich spielt. Also das Mittelfeld sieht halt schon pervers offensiv aus. Ronaldinho bewegt sich eh nicht, wegen Low-Low und so. Subis ist halt auch ein Stürmer eigentlich. Und ja, hier die auf den Außen. Ja, Robinho macht schon ein bisschen was nach hinten. Ah, jetzt hätte ich fast weggedrückt. Dann gehen wir jetzt zu Fenerbahce. Und das ist nicht Fenerbahce, sondern das ist so ziemlich, ist relativ ähnlich zu unserem Team hier.
was wir mal hatten. Da hat er nämlich auch Akpon Lahore, Mayuka, Jerome, Jam. Und hier hat er aber den Cameron, heißt er glaube ich, genommen, genau. Und hier aber trotzdem Phillips, Wine, auch noch hinten drin, Kouyaté. Und wie heißt er nochmal? Dian, genau. Und Townsend und Proto hinten drin. Ja, das Team sieht natürlich pervers aus. Quoten 1929, 1922. Und 19-7. Ja, sieht man wirklich schon an den Quoten. Das Team ist halt pervers overpowered. Und hier der Winnie noch mit seinen 93 Pace als Innenverteidiger. Kouyaté müssen wir nicht drüber reden. Krasser Kerl. Und Jan braucht man halt ein bisschen zum Linken. Ja. Sieht nice aus. Kenne ich natürlich. Und ja, da kann man vielleicht für Townsend noch Sterling bringen. Könnte man. Muss man natürlich nicht. Aber ansonsten natürlich sehr nice. Jetzt haben wir noch Fenerbahce 2. Und da haben wir, ja, das ist genau dasselbe Team. Also, wahrscheinlich um irgendwas anderes zu fitnessen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir durch. Ja, man kann es kaum glauben. Wir haben die PSN-Liste komplett abgearbeitet. Ab jetzt wird es nur noch Link-Team-Bewertungen geben. Wie das geht, erfahrt ihr entweder in dem Video dazu, da müsst ihr einfach mal in die hochgeladenen Videos gehen und guckt aber nach Teambewertung, so geht's irgendwie so in die Richtung. Oder ihr geht einfach ins Forum, dann unter YouTube-Kanal allgemein gibt es einen Thread und der heißt Teambewertung, so geht's. Da ist alles beschrieben, da könnt ihr euer Team reinhauen und ich werde es einfach bewerten. So einfach ist das. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, dann schreibt was in die Kommentare und ab ins Forum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.